Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL Football. Wir haben das letzte Challenge Game der Training Camp Serie diese Woche zu spielen. Es geht gegen die Los Angeles Rams. In der Mahlzeit gegen die haben wir ja diese Nacht verloren. Wir spielen bei den Rams. Auch dort haben wir letzte Nacht verloren. Wir liegen mit 6 Punkten im vierten Quarter zurück. Sollen zurückkommen und das Spiel gewinnen. Ja, es waren gestern Nacht waren es leider 8 Punkte. Wir haben, glaube ich, 275 Rushing Yards kassiert. Also das war ganz bitter. Wenn ich denke, in der ganzen Saison haben es, glaube ich, nur 4 Running Backs geschafft, mehr als 70 Yards gegen meine Cowboys zu laufen. Und dann laufen gestern Abend 2 Running Backs jeweils über 100 Yards. CJ Anderson und Todd Gurley. Das war schon verdammt bitter, was da gestern Abend passierte. Deswegen hochverdient, dass die Rams weitergekommen sind, obwohl da auch nicht alles optimal lief und ich glaube auch nicht, dass die Rams in den Super Bowl einziehen werden. Ich glaube, das werden die Saints sein. Also ich tippe Super Bowl-mäßig Saints gegen die Chiefs. So, Eddie George, Terrell Owens und Amari Cooper auf Seiten meiner Cowboys. Aaron Donald, Nader Mukong-Su und Ajib Talib auf Seiten der Rams. Natürlich angeführt von Joff und Todd Gurley. So, dann stellen wir mal unsere Offense ein. Wir haben einen dritten Versuch und 8 an der 20-Yard-Linie der Rams. Wie gesagt, wir liegen mit 6 Punkten hinten, sind im vierten Quarter. 4 Minuten 25 sind noch zu spielen. Dritter und 8 heißt, in den Frequent-Bereich hinein. Ja, dann nehmen wir den Stick-Spielzug. Zwei Receiver auf der linken Seite. Cooper und Owens gehen auf Slant-Routes. Sharp, meine Sicherungsoption wird hier nicht zum Tragen kommen. Ich brauche einen First Down. Doch, er wird doch zu tragen kommen, weil er so frei ist und über die First Down-Markierung kommt. Neuer erster Versuch an der 11-Yard-Linie. Ganz wichtig, und das war verdammt knapp. Da hat er noch zwei Tackle-Versuche abgeschüttelt. Sonst hätte es nämlich hier nicht gereicht für einen neuen ersten Versuch. So, wir bleiben bei Slants. Wieder auf der linken Seite Cooper und Johnson diesmal, die auf Slant unterwegs sind. Zusätzlich Owens auf der rechten Seite. Schauen wir mal, auf welche Seite sich die Defense orientiert. Jemand gibt die Mitte relativ frei. Amari Cooper mit dem Catch an der 4-Yard-Linie. Zweiter Versuch und 2 ist da von einem Verteidiger auf seiner Route so ein bisschen geblockt worden. Deswegen sah das ein bisschen skurril aus, aber es hat ja wunderbar funktioniert. Wir nehmen den Drive-Through-Corner. Schicken also Terrell Owens in Motion. Ich schaue aber auch mal, ob Jarwin, also mein Tight End, eventuell frei ist. Da wäre es gedeckt. Sind aber leider alle gut gedeckt. Dann laufen wir noch mit Prescott einfach selber. Da stehen 3 Verteidiger der Rams und keiner reagiert. Touchdown Dallas Cowboys. So, der PET ist auch gut und damit gehen wir mit sage und schreibe einem Pünktchen in Führung. 3 Minuten 10 sind noch zu spielen hier im Schlussviertel. Und die Rams bekommen den Ball zurück. Oh, die Flamme ist ja gar nicht an ihrem Kolosseum. Kick geht bis an die 5-Yard-Linie. Knallharter Hit. Aber der Returner kann den Ball festhalten. Pharrell Cooper in dem Fall. Erster Versuch und 10 an der 25-Yard-Linie. Für die Rams. Die jetzt natürlich in versuchen müssen, in Field Goal Range zu kommen. So das Minimalziel, damit sie hier wieder in Führung gehen können. Aber ein Touchdown wäre ihnen natürlich auch lieber. Everett geht in Motion. Joff überwirft seinen Receiver. Ist ein zweiter Versuch und 10 damit. Josh McVay. Zweiter Versuch und 10. Schöner Open Field Tackle.
Und das ist damit ein dritter und sieben von der eigenen 28-Yard-Linie. Das ist jetzt nicht so mörderisch lang, aber 7 Yards zu gehen beim dritten Versuch, da gibt es angenehmere Dinge. So, wir gehen auf ein Man-to-Man-Coverage, Blitz per Audible. Wir haben den Thunder Smoke ausgewählt. Beim normalen Spielzügen keiner mit dabei gewesen ist. Abgewehrt an der Line of Scrimmage. Das gibt einen vierten Versuch und 7. Ganz wichtiger Versuch jetzt für Los Angeles. Sie brauchen ein First Down. Joff wirft und der ist abgewehrt. Turnover on Downs. Das heißt, an der 28-Yard-Linie kommen wir jetzt mit unserer Offense aufs Feld. Die Rams haben keine Auszeit mehr. Das heißt, wir werden jetzt natürlich verstärkt aufs Laufspiel setzen, um die Uhr zu kontrollieren. Und die Offense der Rams vom Feld zu halten. Der Laufversuch, der war so suboptimal. Wir sind in den letzten 2 Minuten des Spiels und haben einen zweiten Versuch und 11 an der 29-Yard-Linie. Das heißt, Field Goal Range ist hier auf jeden Fall schon mal drin. Wir wollen natürlich ein bisschen mehr, um die Sache dann für die Rams schwerer zu machen. Eddie George läuft über die linke Seite außen herum. Kommt bis fast an ein neues First Down heran. Ist ein dritter Versuch und 2. Wir gehen in den Frequent-Bereich hinein. Ich bleibe am Lauf über die Außen. Ball ist an der 21-Yard-Linie. Ganz wichtiger Versuch jetzt hier für Los Angeles. Das ist ein First Down. Eddie George ist sogar in der Endzone. Das ist ein Touchdown. Jetzt wird es schwer für Los Angeles. Der Kick ist unterwegs. Der ist auch gut. Und es steht jetzt 42 zu 34. Also eine 8-Punkte-Führung. Das ist trotzdem immer noch ein Two-Score-Game. Da ja die Rams mit einem Touchdown und einer erfolgreichen Two-Point-Conversion das Spiel natürlich ausgleichen können. Das heißt, wir dürfen uns hier noch nicht als sicherer Sieger fühlen. Kick aufgenommen an der 3-Yard-Linie. Zurückgetragen bis an die 26-Yard-Linie. Erster Versuch und 10. Erster und 10. Boah, viel Druck. Aber jetzt erst kommt jemand wirklich komplett durch. Das ist ein 2. und 19 für die Rams. Und das dauert mal richtig lange, bis da alle zurück waren. War ich, dass der Spielzug so lange gedauert hat, waren die natürlich alle komplett nach vorne gelaufen. 2. und 19 von der 17-Yard-Linie. Wieder überwirft Joff seine Receiver. Das ist jetzt ein 3. und 19. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, ob sie gleich versuchen, eine komplette Distanz zu machen oder sich das aufzuteilen. Interception. Also da darf Joff nie im Leben den Ball hinwerfen. Sanders sagt danke, ist eine Pick 6. Ganz, ganz schwacher Ball. So, der PET ist auch gut und es steht 49 zu 34. Bei nur noch 58 Sekunden Spielzeit und diesem desolaten Auftritt beim letzten Drive, glaube ich fast, dass das Ding durch ist. Der Kick bis an die 6-Yard-Linie. Der Rams wird jetzt retourniert bis an die 27 und von einem harten Hit unterbunden. Brandon Cooks hat da übelst einen mitbekommen. Erster und 10 an der 27-Yard-Linie. 55 Sekunden bleiben noch hier zu spielen. Vollständig. Oh, wow, wow, wow. Da bin ich auch mal tackle-mäßig komplett am Receiver vorbeigesprungen. Habe ich ja schon auf so einen Hitstick-Tackle gefreut. 2. und 7. Die Rams werden den Ball spiken, um die Uhr anzuhalten. Das haben sie jetzt getan. Das heißt, Uhr stoppt, aber 3. und 7. So,
So, 39 Sekunden bleiben nur noch zu spielen. Überworfener Ball. Das sieht nicht gut aus, was die Rams hier machen. Vierter Versuch und 7 von der eigenen 30-Yard-Linie. Also da ist noch nicht mal die großartige Gefahr, dass man denkt, da geht es in Richtung Touchdown. Oh, nein, Incomplete Pass. Sanders war wieder da. Keine Interception, kann aber den Catch verhindern. Und damit ist es wieder ein Turnover on Downs. An der 30-Yard-Linie kommt unsere Offense aufs Feld. Wie gesagt, die Rams haben keine Auszeit mehr. Wir laufen über Eddie George. Oh, der hatte eine Riesenlücke. Spin-Move, bupp, Touchdown George. Das ist schon eine krasse Nummer. Jetzt steht es 56 zu 34 nach diesem erfolgreichen PT. Und das ist schon mal eine verdammte Klatsche, die Rams. Tut mir jetzt so ein bisschen gut. So ein bisschen Seelenheil nach der Niederlage, die meine Cowboys letzte Nacht in den Playoffs einstecken mussten. Tut das mal richtig gut, auch den Rams mal einen einzuschenken. So, der Return geht bis an die 29-Yard-Linie. 22 Sekunden bleiben noch. Die Offense der Rams kommt nochmal auf das Feld. Ich denke jetzt nicht, dass die Rams hier noch sehr viel probieren werden. Erster und 10. Ganz im Gegenteil, Joff wird nochmal einmal gezeigt. Diesmal von Sean Lee. Zweiter und 19. Werden den Ball noch einmal spiken. Da möchte jemand noch ein bisschen was machen. Zumindest noch einen persönlichen Abschluss. 3 Sekunden bleiben noch, also noch ein Hail Mary Versuch. Werden die Rams hier probieren. Dritter und 19. Und er ist wieder intercepted. Byron Jones diesmal. Und der macht sich gerade auf den Weg Richtung Endzone und legt nochmal eine drauf, noch eine Pick 6. Ach, tut gut. Es tut gut. Es tut einfach gut. Man möge es mir gönnen. Wir schlagen die Rams 63 zu 34. Ach, wäre es doch nur ein wenig davon gestern Abend so passiert. Aber leider ist es nicht. So, das war die letzte Trainings-Challenge der Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.